Oh, die sind auch schon respawned. Okay, dann machen wir die Waffenschränke klar nochmal. Jetzt sind natürlich wieder alle wach geworden. Okay, dann kommt mal ran hier auf den Meter. Jetzt kommen die natürlich nicht doch da. Der eine hängt hier irgendwo drin. Aber soll er mal? Hier liegen noch die Leichen von vor uns, weißt du? Das ist okay. Okay, damit ich meine Ruhe habe, müssen wir erst noch hier oben clearen. Da liegt noch einer. Sind wir echt so lange hier, dass die Sachen respawned sind. Aber in dem Fall nutzen wir natürlich die Chance. Zumindest mit den paar Schraubendrehern, die wir noch haben. Achso, lol. Ah ja klar, den einen Schrank habe ich ja später gelootet gehabt. Okay. Na komm. Die Waffe dazu wäre schön gewesen. So, ich glaube, ich habe keine Schraubendreher mehr. Ah doch, Dietrich war bloß alle. Alles klar. Ah, das können wir auch gleich mal gucken. Fällt mir gerade ein. Wenn ich eh gleich nachgucke wegen Tankstelle. Vielleicht ist ja auch ein zweiter Weltkriegsbunker in der Nähe. Ich glaube, da könnte man diese M1911 finden. Oder wir finden hier einfach eine Tech M9. Hui. Haben wir ein Magazin für. Ja, ich verwende auch mein Waffenreinigungsset dafür. Hey Leute, wir haben eine Schusswaffe. Sollten wir natürlich trotzdem nicht übermäßig benutzen, aber wir haben eine. Dann habe ich mich ja für die richtige Munition entschieden. Ha, zwangsweise entschieden. So, was brauchen wir denn für das Waffenholster? Da habe ich ja noch keins, glaube ich. Wo ist denn das? Konnte man das nicht selber herstellen? Da. Zwei Schrott. Ach, zwei Haut. Moment. Gut, zwei Schrott haben wir jetzt auch nie, aber...
finden wir schon noch. Ach, ich hätte vielleicht die Waffe auch nicht direkt ganz machen sollen, fällt mir gerade ein. Weil wir haben ja hier noch Waffenschränke zum Looten. Da wäre am Ende was drin gewesen mit für Parts oder so. Ne, haben wir noch. Okay, bringt uns aber auf jeden Fall auch ein Stück nach vorne. Dass wir jetzt eine Waffe haben. Hatte ich nicht noch Dietriche? Da. Das würde uns rein theoretisch jetzt auch in die Lage versetzen, Bunker zu machen, um mehr und bessere Waffen zu finden. Tatsächlich würde ich mich jetzt auch nochmal über ein M9-Magazin freuen, dass wir ein zweites haben. So, jetzt habe ich keine Schraubendreher mehr, alles klar. Okay, gut. Aber eigentlich war ich auf der Suche nach Klebeband. Großer Rucksack wäre schön. Klein brauchen wir nicht, klein haben wir. Ein Hoodie. Einen Hoodie haben wir auch schon. Sogar einen taktischen. Kleiner Rucksack bringt mir nicht viel. Gut, der ist vielleicht nicht so buggy wie der andere Rucksack im Moped. Geben richtig gut Kohlehydrate. Kann ich die auch trocken essen? Bestimmt, oder? Nehmen wir aber nicht mit, wir gönnen uns nur eine Portion. Heftigen Vitamin D-Mangel haben wir. Ja, wir sollten uns echt mal auf dem Heimweg machen. Vielleicht mal irgendwie angeln oder so. Die Fische geben mir ganz gerne mal Vitamin D. Beziehungsweise mal, ja, während ich Hütte baue, zum Beispiel dann oben ohne rumrennen und so. Dass wir ein bisschen Sonne tanken. Wieso sind da Bolzen drin? Man weiß es nicht. Und Schraubendreher. Okay, ja, gucken wir die Häuser hier nochmal durch. Ob wir. Hier waren wir schon drin, aber könnte schon Respawn sein. Oder scheint mal jemand oben zu sein. Jetzt nicht mehr. Wir brauchen noch zwei Schrott und Klebeband.
wo wir noch gar nicht drin waren, ist der Laden da. Habe ich hier, wenn hier Schrott lag, den rausgeschmissen? Flinte. Flinte weiß ich gar nicht, ob ich die schon benutzen darf. Müsste ich nachgucken. Aua! Aber ich muss auch ganz ehrlich sein, eine Schrotflinte will ich auch gar nicht benutzen. Die macht zwar gut Aua, die macht aber auch gut Lärm. Deswegen verzichten wir da lieber drauf. Ach, schön wär's. Nee, Schrotflinte ist mir zu laut. Das lassen wir lieber. Gut, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Bunker gehen würde, wäre das nicht ganz so relevant. Tag, jemand zu Hause? Sieht nicht so aus. Klebeband, Klebeband, Klebeband. Oh, da fällt mir ein, Klebeband. Was ist denn jetzt die Dose, die ich vor uns getrunken habe, wo Wasser drin ist? War das die hier? Trinkwasser. Ja. Ach, brauchen wir eine Werkbank für? Okay. Ja, gehen wir ja gleich wieder hin zurück. Ich habe gedacht, kann ich jetzt so on the fly craften. So. Findest halt auch einfach nix. Das ist doch unfassbar. Autobatterie. Das ist schon die dritte, die ich jetzt in dem Dorf hier gefunden habe. Brauchen wir nicht. Brauch Schrott und Klebeband. Hier waren wir schon. Hier waren wir überall schon. Da war ich noch nicht drin. Warum durchsuche ich eigentlich die Kasse? Ich brauche das Geld eh nicht.
Klebeband. Ich das auch einfach nie mitgenommen habe, wenn ich welches gefunden habe. Ist ja völlig für den Arsch, das Gebäude. Du warst da bestimmt auch schon dreimal drin. Oh, okay, damit hat sich das eine Problem ja schon mal gelöst. Brauchen wir das schon mal nicht mehr herstellen. Das ist ja nett. Ich meine, eigentlich ist der Crossbow auch geil, so. Ist schön leise, ne? Aber halt problematisch, wenn du mehr als einen Zombie gleichzeitig hast. Ja, diesmal nicht, mein Freund. Diesmal nicht. Waren wir noch nicht, oder? Ich kann mich an die Häuser nicht Doch, waren wir schon. Logisch. Logisch, wir waren ja gefühlt schon überall. So, Schrott suchen wir aber, glaube ich, trotzdem noch, ne? Klebeband. Ja. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Ach, Stefan. So. Ich muss aber trotzdem sagen, im Großen und Ganzen ist bisher heute recht zombiearm, ne? Boah, würde ich die Kettensäge gern mitnehmen eigentlich. Oh, die wäre insane gut zum Base bauen. Ich habe aber keinen Platz dafür.
brauchen die Haut nicht mehr. Wir müssen die Kettensäge mitnehmen. Die kann ich nicht liegen lassen. Nicht bei dem Loot, den wir eingestellt haben. Das geht nicht. Kann ja nicht sein, dass hier nirgendwo Klebeband rumliegt. Meine Güte, ey. Dieser Standard-Loot macht mich ja fertig. Das ist die größte Challenge hier an der Herausforderung. Das ist einfach der Standard-Loot. Unfassbar. Ich suche schon so lange nach dem Klebeband, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich mit dem Klebeband herstellen wollte. Also jetzt mal ehrlich. Ja, ich wollte einen Schalldämpfer herstellen. Aber für was habe ich denn das Klebeband noch? Für irgendwas anderes? Ach so, für das Scope. Ich meine, gut, okay, wenn wir das Scope jetzt nicht herstellen, geht die Welt nicht unter, ne? Haben wir eh keine Waffe, wo wir das drauf machen könnten. Wollte ich ja jetzt nur herstellen, um Platz zu sparen. Ja, ich würde sagen, wir stellen jetzt einen Schalldämpfer noch für die Waffe her. Und dann gucke ich mal fix, wo eine Tankstelle ist. Und dann nochmal ins Auto rein. Wie gesagt, wir haben so lange hier rumgemerkt, bis das Loot respawned ist. Habe ich hier drin ein Klebeband liegen lassen, was ich nicht mitgenommen habe? Nee, aber Schrott. Für irgendwas habe ich auch Schrott gebraucht. Zweifelsfall können wir mit dem Schrott Werkzeugkiste herstellen. Dürfen wir nicht, wollen wir nicht. Unglaublich, wie es hier einfach gar nichts gibt. Hatte ich die Kiste da? Wie gesagt, wir haben 3 Liter Sprit im Moped. Das ist schwierig. Hier liegt nur Stroh oben, ne? Das sind keine Kisten. Wir gucken lieber mal nach. Eine Mütze brauchen wir nicht. Das Telefon bringt uns auch nichts. Wen wollen wir schon anrufen? Ich mag ja eh keine. Okay, machen wir uns mal einen Schalldämpfer. Hab ich die nicht vor uns schon durch?
Was fehlt uns? Reichen ihm die 5 Einheiten Klebeband auch leider nicht für den Schalldämpfer. Huh? Das ist so schade. Das könnte halt auch einfach echt dabei stehen, wie viele Einheiten das verbraucht. Ja, so Kleinigkeiten, gerade im Crafting-Menü. Wären hier echt noch ein bisschen essentiell in dem Spiel. So, wir stellen uns mal ganz kurz hier in die Garage rein. Und dann mache ich mir mal ganz kurz die Scum-Map auf. So. Würde ich euch einfach mal gleich mit zeigen. Wieso ist denn das so komisch in meinem OBS? So. Dann gucken wir mal zusammen. Wir befinden uns da. Seht ihr meinen Maus? Ja, meinen Mauszeiger seht ihr. Und die Bunker machen wir mal aus. Tankstellen sind jetzt gerade interessant. Wir sind dort. Da drüben wäre eine Tankstelle. Da wäre eine Tankstelle. Das ist aber eine Wassertankstelle hier. Ja, genau. Eine Bootstankstelle. Also da wäre eine Tankstelle. Aber kommen wir mit drei... Oh, da oben ist eine Tankstelle. Die ist nicht so... Ich glaube, die ist ein Ticken näher. Würde ich jetzt mal behaupten. Und wir machen uns mal die zweite Weltkriegsbunker an. Wobei, weiß ich jetzt gar nicht, ob die so interessant für uns sind. Eigentlich nicht. Ja, dann da oben die Tankstelle. Das wird unsere Chance Richtung Norden. Würde ich sagen. Was ist denn hier? Wir müssen schon wieder Pippi. Alter, näher. Was ist los mit dir? Interessant, wie oft die gute Frau Pippi muss. Okay, dann halt kein Klebeband und kein Schalldämpfer für den Onkel. Das ist das Leben. So, wo ist denn Norden? Die Richtung. Muss man die Straße da hochfahren. Hier hatten wir keinen Platz mehr drin, ne? Das ist... Boah, der Rucksack ist ein bisschen buggy. Ja, hier Gewürze und so könnten wir im Zweifelsfall noch wegschmeißen. Ist da Vitamin D drin? Ach komm, die Gewürze fliegen jetzt weg. Die braucht kein Mensch. Den Zucker. Wie sieht es gerade bei uns aus mit Zucker und Kohlenhydrate? Oh, das sieht ganz schlecht aus. Dann essen wir doch hier einfach mal so ein bisschen Zucker scheffeln. Das MRE, was wir vor uns gegessen haben, ist auch schon wieder durch. Krass. Dann essen wir einfach mal so 50%. Oder sind vielleicht ein bisschen viele Kohlenhydrate. Dann lassen wir mal. So. Hebt man das vielleicht doch mal auf, könnte noch hilfreich sein. Zum Desinfizieren haben wir auch noch Sachen. Dann gönnen wir uns hier noch so eine Vitamintablette. Und jo. Oh, wir sollten auf jeden Fall den Rucksack wieder da reinpacken. Weit kommen wir damit nicht mit dem Sprit, den wir haben. Aber hoffentlich, ich hätte super gern den Benzinkanister mitgenommen, aber da haben wir halt null Platz für. Mal gucken, wie weit wir kommen. Sonst müssen wir da wieder mit Flaschen nachhelfen. Die nächste links und da müsste die Tankstelle dann irgendwann kommen.
Oh, wir könnten noch querbeet. Nee, querbeet. Ja, doch, wenn wir über den Bach drüber, über den Fluss drüber gefahren sind, können wir querbeet fahren. Ansonsten wird es schwierig. Aber querbeet ist auch immer Risiko, ne? Allerdings ist jetzt schon wieder der Tank gleich leer. Gut, wir können hier gleich nochmal anhalten. Aber ich bezweifle, dass wir hier. Bei meinem Glück finden wir da eh kein Benzin. Wüsste auch nicht, warum wir hier drin Benzin finden sollten, in Weinfässern. Aber hier könnten wir Glück haben. Oder halt auch nicht, weil. Ja, werden wir wohl gleich wieder mit Flaschen durch die Gegend laufen, um Benzin zu holen. Was mir halt am meisten Sorge macht, wenn wir hier querbeet fahren, ist, dass wir in den Bär reinfahren. Oder in den Wolf oder so. Ja, ich weiß, der Hochstand. Ah, doch. Ich muss gucken gehen. Ich meine, wir könnten ja theoretisch gesehen auch Glück haben und da liegt eine Crossbow drin. Mit der Zombie hier hinterhergekommen? Nee, keine Crossbow für den Onkel. Dürfen wir nicht benutzen. Das ist schade. Da müssten wir uns nochmal einigen drüber. Ich meine, ich kann ein Zielfernrohr für die Jagdgewehre und für die Sniper bauen, ne? Aber ich kann ja keine Rotpunktvisiere oder so für Pistole und so selber herstellen. Die darf ich schon benutzen, oder? Ja, Brit ist alle. Jo, I'm walking down the street. I'm walking. Du, du, du. Wir hätten doch abkürzen können, die Strops. Die Tankstelle kommt ja hier und. Ja, okay. Wir hätten es näher an die Tankstelle schaffen können. Aber auf der Straße finden wir wenigstens das Moped wieder. Ich werde mich dafür verfluchen. Irgendwann brauche ich das Zeug wieder, aber ja. Sind halt ein bisschen voll geladen und achso, ich wollte Sachen ausziehen, weil uns warm ist. Ich kann natürlich nur Sachen ausziehen, die keine Inventarslots haben, wie zum Beispiel den Helm oder das Nachtsichtgerät, was auch warm macht. Okay. Wenn wir den Platz brauchen, müssen wir die Sachen halt wieder anziehen. Dann muss näher halt schwitzen. Schleppen halt ohne die Kettenwege mit uns rum. So, dürfte eigentlich nicht mehr allzu weit sein, die Tankstelle. Die müssen wir natürlich jetzt erstmal clearen.
Ich werde mich aber trotzdem an den Crossbow halten. Alter, die Ausdauer, ne? Wenn du dann auch noch voll gepackt bist. Wir gönnen uns mal noch so ein Energy Drink hier, so ein Schlückchen. Da wir eh Durst haben, machen wir auch die Dose schon mal leer. Da können wir ja auch gleich Benzin drin schmuggeln, sozusagen. Dann haben wir zwei leere Dosen. Wasserflaschen können wir noch zwei leer machen. Und dann haben wir ja noch die... große Flasche, die wir auskippen können. Alter, Mädchen. Ruh dich mal aus. So weit kann die Tanke ja eigentlich nicht mehr sein. Ah, da ist er ja schon. Oh wow. Oh, bist du direkt der hier vorne? Nee. Aber ich mache mal trotzdem direkt als erstes weg. Ich meine, ja, wir könnten das jetzt natürlich ein bisschen schneller machen mit der Handfeuerwaffe, aber solange das nicht absolut notwendig ist, sparen wir uns das. Ich muss bloß mal rausfinden, wer hier... In der ganzen Stadt keine Zombies, aber an der Tankstelle sammeln sich wieder alle, ne? Da ist der. Den wollen wir zuerst loswerden. Sehr gut, dann ist der Rest jetzt eigentlich kein Problem. Sollte kein Problem sein. Muss man halt nur wieder ein bisschen sneaky machen, ne? Einige unterwegs wieder hier. Weil mit viel Glück finden wir hier sogar einen Benzinkanister. Okay, ich glaube, wir schleichen uns erstmal hier rüber, holen uns unsere Bowls. 1, 2, 3, 4, 5 Stück haben wir da noch. Oder ist ja noch einer. Da ist auch noch einer da hinten. Aber zumindest kichert mal nichts mehr. Schlechte Entscheidung, Onkel. Dass man diese Nachladeanimation nicht abbrechen kann, ne?
Alter, zum Glück ist die nicht angegangen. Da hätten wir dann aber Halligalli gehabt, ja. Fuck, ich höre doch noch einen lachen. Also die Sprengzombies sind extrem fies für uns. Ich glaube, ich würde halt keinen überleben. Also nicht mal einen. Wir haben ja auch nur eine stichsichere Weste. Nicht mal eine kugelsichere Weste. Halt krass, wie viel Ausdauer ich durch diese blöde Armbrust verbrauche, ey. Aber es ist der leise Tod. Und wir haben es ja auch gleich geschafft. Zwei sehe ich noch. Okay, ich korrigiere mich, ich sehe noch drei. Meine Ausdauer, Mann, jetzt habe ich zu lange zum Zielen gebraucht. Beziehungsweise ist der Zombie nicht so schnell gelaufen, wie ich das gern gehabt hätte, sagen wir es mal so. Oh, reicht die Ausdauer nicht zum Nachladen. Ja, du schaffst es. Boah, hat die auf immer aufgehört mit Zielen, ey. Komm, einer noch, zwei noch. So wie ich mich kenne, dürfen wir das alles gleich normal machen, wenn wir dann das Moped mit Flaschen betankt haben und hier nochmal herfahren. Dann sind die wahrscheinlich alle wieder da. Alter. Hans Wurst, grüß dich. Das ist richtig, aber das mache ich nicht, wenn hier Zombies noch um mich rumstehen. Es reicht übrigens auch, wenn du dich hinsetzt. Also das Hinsetzen-Emote. Da gibt es keinen Unterschied zum Hinlegen. Aber ja. Hast du vollkommen recht. Dann regeneriert man schneller. Generell alles. Auch Wunden heilen schneller zum Beispiel. Und nicht nur die Ausdauer. Oh, das war dumm. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Okay.